Madam Chairperson, on indictment 2013-983-A, charging the defendant Aaron Hernandez with murder. Aaron Hernandez war in den USA als erfolgreicher Footballspieler bekannt, doch 2013 sorgte er mit einem Mord für großes Aufsehen. Aaron Hernandez wurde 1989 in Connecticut geboren und wuchs dort mit seinen Eltern und seinem kleineren Bruder TJ auf. Sein Vater Dennis kam aus Puerto Rico und war für seine beiden Söhne ein großes Vorbild, vor allem für Aaron. Denn Vater Dennis war ein Sporttalent und hatte eigentlich eine große Karriere vor sich. Er scheiterte jedoch, als er 18 Jahre alt war. Zu viel Drogen und eine Mordverwicklung waren das Problem. Also vermittelte Dennis seinem 10 Jahre alten Sohn Aaron, dass er eines Tages groß rauskommen kann, dafür muss er aber hart arbeiten. Als Aaron 16 Jahre alt war, stirbt sein Vater. Aaron kann es nicht fassen und für ihn brach eine Welt zusammen. Ab diesem Moment wurde er oftmals schnell gewalttätig. Dazu begann er Drogen und Alkohol zu nehmen. Doch der sportliche Erfolg blieb nicht aus. An seiner Highschool in Bristol stellte er als Footballspieler sämtliche Rekorde auf. Er machte mit 17 Jahren seinen Schulabschluss und ging anschließend aufs College nach Florida. Auch hier zeigte Aaron, welche sportlichen Leistungen er erbringen kann. Schließlich wurde er im Alter von 20 Jahren ein Spieler der amerikanischen Profiliga NFL. Er unterzeichnete einen Vertrag bei den New England Patriots. Schon nach 2 Jahren stellte sich Aarons Talent heraus. Er unterzeichnete dort einen Vertrag über 40 Millionen US-Dollar und galt 2013 als einer der erfolgreichsten Footballspieler des Jahres. Auch kam Aaron mit seiner Jugendliebe Cheyenne zusammen und wurde 2011 Vater. Doch am 17. Juni 2013 sollte sich das Leben von Aaron Hernandez für immer verändern. Denn früh am Morgen entdeckte ein Jogger auf einem abgelegenen Industriegebiet eine Leiche. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Beamten entdeckten die Leiche und konnten schnell feststellen, dass es sich um einen Mord handelt. Denn auf das Opfer wurde mehrmals geschossen. Der Tatort wurde untersucht und das Opfer wurde als Odin Lloyd identifiziert. Auch konnten Hinweise zum Täter gefunden werden. Es wurden Patronenhülsen und ein Zigarettenstummel entdeckt. Des Weiteren wurde das Industriegebiet videoüberwacht. In der Jackentasche von Lloyd befand sich ein Autoschlüssel. Die Polizei fand heraus, dass der Autoschlüssel zu einem gemieteten Fahrzeug von Aaron Hernandez gehört. So machten sich die Beamten auf den Weg zu Hernandez, der nur 2 Kilometer vom Tatort entfernt wohnt. Die Polizei klingelte an Aarons Haustür und bemerkte, dass in der Villa von Hernandez Licht brannte. Aber die Beamten warteten eine Dreiviertelstunde vor der Eingangstür, bis Aaron Hernandez die Tür öffnete. So wurde der Footballprofi zum Mord von Odin Lloyd befragt. Hernandez hielt sich aber bedeckt und gab dem Polizisten nur die Visitenkarte von seinem Anwalt. Nach wenigen Tagen zeigte sich Hernandez kooperativ und ging zusammen mit seiner Freundin Cheyenne zum Polizeirevier von Boston. Während Aaron auf seinen Anwalt wartete, wurde Cheyenne befragt. Es stellte sich heraus, dass der ermordete Odin Lloyd der Freund von der Schwester von Cheyenne war. Aaron hingegen hielt sich weiterhin zurück. Sein Anwalt sagte, dass er damit nichts zu tun hat. In den nächsten Tagen untersuchte die Polizei das gemietete Auto von Aaron. Im Fahrzeug wurden die gleichen Patronenhülsen gefunden wie auch am Tatort. Die Beweise häuften sich und schließlich wurde auch das Handy von Hernandez untersucht. Mehrere Chatverläufe über Odin Lloyd konnten ausfindig gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass Hernandez 2 Komplizen hatte, Carlos Ortiz und Ernest Wallace. Beide wurden befragt, aber Carlos Ortiz ging einen Deal mit der Polizei ein und erzählte die ganze Geschichte. Carlos sprach davon, dass sie Lloyd zu dritt in ein abgelegenes Industriegebiet lockten. Dort stellte Aaron sein Opfer zur Rede, im Anschluss soll Hernandez Lloyd erschossen haben. Für die Polizei hat diese Aussage ausgereicht, sie nahm Aaron Hernandez und seine 2 Komplizen fest. Aaron wurde 2015 wegen Mordes ersten Grades vor Gericht für schuldig erklärt. Er wurde zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Sein Verein, die New England Patriots, suspendierten ihn bereits, als er festgenommen wurde. Immer wieder wurde spekuliert, warum Odin Lloyd sterben musste. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Aaron ein Geheimnis hatte und Odin es verraten hat. Das Geheimnis hatte wohl mit Aarons Sexualität zu tun. You
Sie haben Aaron immer und immer wieder unterstützt. Glauben Sie immer noch, dass er unschuldig war? Ja, natürlich, und dabei werde ich immer bleiben. Ich würde sagen, die Sexualität von Aaron. Man kann die Sexualität von jemandem nicht beschreiben, ohne dass er da ist. Ich habe ein Kind mit Aaron. Aber ich kann nicht sagen, wie er sich innerlich gefühlt hat. Niemand kann das. Kann es sein, dass er bisexuell oder schwul war? Egal, ob er es empfunden hat oder nicht. Ich wünschte mir, er hätte mir es gesagt. Ich wünschte, er hätte mir es einfach gesagt, denn es hätte nichts verändert. Ich hätte ihn nicht anders geliebt. Ich hätte es verstanden. Es ist keine Schande und niemand da draußen sollte sich für das, was er ist, schämen. Liebe ist eine schöne Sache. Ich wünschte nur, ich hätte ihm das sagen können. Aaron hatte zum Zeitpunkt der Tat eine 11-jährige Tochter mit Cheyenne. Sie hörte ihren Vater ab 2013 nur noch über das Telefon. Die Telefonate, die ich kenne, waren schmerzhaft. Aber sie gaben einem das Gefühl, ihn auf eine Art und Weise kennenzulernen, wie man sie noch nicht gesehen hat. Schließlich kannte man Aaron nur von seinen Spielen. Es fällt besonders schwer, die Telefonate erneut zu hören. Da meine Tochter noch minderjährig ist, ist es für sie nicht einfach. Ja, das sind Dinge, die man als Mutter für sich behalten möchte. Und auch wenn sie nicht abgespielt werden, ist es sehr hart für mich, darüber nachzudenken. Sie wollten mit meiner Tochter darüber reden, aber ich wollte das nicht. Ich wollte keine schlechten Erinnerungen aufkommen lassen, wenn ich zurückblicke. Wie beschreiben Sie Ihrer Tochter Aaron Hernandez? Wie soll sie ihn in Erinnerung behalten? Ich würde Ihren Vater als liebevollen Menschen beschreiben, der sie immer geliebt hat. Ich denke, es geht darum, ihre Erinnerung aufleben zu lassen, sodass sie sich darüber ihre eigene Meinung bilden kann. Im Jahr 2017 schrieb Aaron Hernandez mehrere Abschiedsbriefe an seine Familie und seinen Verteidiger. Wenige Tage später begann er Selbstmord in seiner Gefängniszelle. In einem Brief schrieb Aaron Hernandez: Ich trete in das zeitlose Reich ein. Dort kann ich zu jeder Zeit und zu jeder Form eintreten. Und alles, was geschehen oder nicht geschehen ist, werde ich auf einmal sehen. Manchmal meinte man, er hat das Gehirn, als würde er schon 18 Jahre in der Liga spielen. Dabei waren es nur ein paar Jahre und in seinem Gehirn herrschte absolutes Chaos. Die letzten Worte in seinem Brief an Cheyenne waren wie von einer anderen Person. Den Brief, den er mir geschrieben hat, war seltsam. Ich meine, er hat mich nicht als Baby oder etwas Intimeres bezeichnet. Das lässt mich irgendwie keinen Abschluss finden. Er hat mich um einen Gefallen gebeten. Er wollte, dass ich ihm helfe, bestimmte Künstler zu erreichen, die ihm in schwierigen Zeiten geholfen haben. Wie lässt es sich erklären, dass er sich darauf gefreut hat, seinen Lieblingsrappern zu schreiben, aber zugleich Briefe geschrieben hat, die einem Selbstmord ähneln? Ich denke, wenn man eine schwere Gehirnerkrankung hat, ist die Logik nicht mehr vorhanden. Ich weiß ohne jeden Zweifel, basierend auf dem, was ich gesehen habe, dass Aaron die beiden Morde in Boston nicht begangen hat. Ich habe ihn im Odin-Lloyd-Fall nicht komplett vertreten, aber nach Prüfung der Beweise und dem, was ich gesehen habe, habe ich berechtigte Zweifel, dass er das Verbrechen begangen hat. Wenn man sich mit solchen Leuten herumtreibt, wie er es tat, kommt man schnell mit der Justiz in Kontakt. Was sagen die letzten Briefe von Aaron über seinen Geisteszustand in den letzten Stunden seines Lebens aus? Es sagt mir, dass es sich um jemanden mit einer schweren Hirnverletzung handelt. Das sind alles Symptome, die aus einer Verletzung des Kopfes resultieren. Aaron hatte eines der schlimmsten CTE in einem fortgeschrittenen Stadium und das bei einem so jungen Menschen. Haben Sie bei Aaron Verhaltensweisen beobachtet, die auf eine Hirnverletzung zurückführen? Er hatte Kopfschmerzen und Gedächtnisverlust. Er hat viel aufgeschrieben und benutzte viele Post-it-Zettel, damit er sich an einige Dinge erinnern konnte.
Nun, es gab Spekulationen über den psychologischen Zustand von Aaron und seine geistige Verfassung zum Zeitpunkt des Verbrechens. Jedoch wurde nie eine vollständige Untersuchung bei Aaron durchgeführt. Doch hat die psychische Erkrankung das Handeln von Aaron tatsächlich beeinflusst? Lass mich deine Meinung zum Fall Aaron Hernandez wissen und schreibe mir deine Gedanken in die Kommentare. Wenn du mehr True Crime Stories von mir sehen und mich dabei unterstützen möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Aktiviere auch die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.